Ich bin schon dran. Okay. Ich bin dran. Also eigentlich ist die Tatjana nämlich jetzt dran. Total sympathisch. Gerade kennengelernt. Ich bin hier auf einer Reitanlage zwischen Stolberg und, oder? Zwischen zwei Fahrten. Okay, hinter Stolberg noch. Niemandsland. Im Mit dem Niemandsland. nächsten Nachbarn 400 Meter weiter weg. Ja. Ja, und leider sieht es so aus, dass der Hof noch immer ziemlich mitgenommen ist. Glücklicherweise sind die Pferde da oben auf den wunderbaren Hangwiesen, die man jetzt nicht sieht, weggebracht worden. Und inzwischen können auch ein paar Wiesen hier unten im Tal wieder benutzt werden. Aber es ist halt durch den weggetragenen Boden so, dass die ganze Schlacke rauskommt und da können die Pferde sich stark verletzen und auf früheren Reitplätzen ist gar nichts mehr zu machen. Und wenn man so ein bisschen zur Seite schwenkt, sieht man, es sind ganz schreckliche Provisorien, die wir hier haben, alles nur so mit Elektrozaun abgesteckt. Und wenn man drüber geht, spürt man, dass diese scharfe Schlacke da ist, Ich wo es muss leider so nah an dich, oder du redest ein ja. bisschen lauter, dann kann ich ein bisschen weiter weg. Wo es dann auch immer wieder Verletzungen bei den Pferden gibt. Es war also ein bisschen zu optimistisch, dass wir gesagt haben, es geht schon alles und es wird alles schnell in Ordnung gebracht. Der Boden ist nicht mehr der gleiche. Es wächst höchstens Unkraut. An Grasnarbe ist überhaupt nicht mehr zu denken. Es fehlt jede Menge Mutterboden und es gibt überall Löcher, noch immer von den Ausspülungen von der Ficht, weil ja teilweise ein neues Bachbett gegraben worden ist. Also das heißt, hier ist ja irgendein Erz mal abgebaut worden in der Ecke, ne? Stolberg ist ja, Genau. glaube ich, bekannt dafür. Ja. Und also hier in dem Bereich fehlt Mutterboden. Das heißt, wenn irgendeiner eine Baustelle hat mit gutem Mutterboden, wäre das vielleicht eine Option, hier einen Bodenauftrag zu machen. Weißt du, ob das erlaubt ist? Bestimmt. Also der Wasserverband hat gesagt, das ist leider Mangelware, weil ich auch schon gesagt habe, hier ist nichts mehr, was wächst. Das wäre natürlich ein Traum, wieder an Mutterboden zu kommen. Okay, wir fangen jetzt hier in der Ecke an. Da fehlt Punkt 1 Mutterboden. Dann, deine Paddocks sind auch schwimmen gegangen. Ja, die Folie ist weg, der Sand ist weg, wo wir jetzt hier stehen. Das war mal ein Reitplatz und Und hier stand das Wasser 1,80 Meter hoch, habe ich eben gehört. Auf dem genau. Platz jetzt hier, in deinem Haus auch. Im Haus nur 1,60 Meter. Ah, das geht ja. Aber da können wir auch gleich gerne mal hingehen in so ein paar Nebengebäuden, wo die Hühner standen, die Dann auch lass es einfach mal abgesoffen gehen. sind. Die haben es nicht überlebt. Eins saß in den Trümmern. Das war schon recht rührend. Das ist zu Nachbarn gekommen und legt inzwischen wieder Eier. Das ist wieder ein glückliches Huhn. Ja, Ja. die anderen, die haben wir hier zum Teil auf der Wiese gefunden. Es sind also keine Moorhühner geworden stattdessen. Schade. Ja, da stand das Wasser sogar 2 Meter hoch und da haben wir auch ganz abenteuerliche Konstruktionen, damit die Bude nicht komplett einbricht. Da ist ein großer Schutthaufen. Da war früher eine Einfriedungsmauer von dem Grundstück. Das war ja so ein altes Hammerwerk. Ja. Und das war 2,30 Meter hoch, hat 400 Jahre gehalten. Aber jetzt dieses Hochwasser, Ja. hat alles kaputt gemacht. Lass uns mal ein Stück Dahin gehen. gehen? Okay. Also ich habe schon gerade ganz gute Einfälle. Und zwar, du hast ja hier Quarzsand liegen. Das ist eigentlich der Quarzsand, mit dem wir bei uns alle Paddocks immer beschicken und auch bauen. Das heißt, deine Paddocks wären eigentlich schon versorgt mit dem Sand, der hier gekippt wurde. Dein Reitplatz hier, da war vorher Kirchhellener Sand drauf. Ich weiß, dass die Kirchhellener Werke euch unterstützen, indem sie den Sand kostenfrei Wirklich? zur Verfügung stellen. Ich hoffe, dass es noch so ist. Da würde ich mich schlau machen. Jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Wir haben eine Zufahrt über den Fluss, der hier entlang fließt. Welcher Fluss ist Das das? ist die Ficht. Die Ficht. Und leider ist die Ficht ja zu einem reißenden Fluss geworden. Und dann ist das Fundament von der Brücke total unterspült worden. Und jetzt darf hier kein schweres Gefährt mehr drüber fahren. Eigentlich können wir auch kein Heu, kein Stroh mehr bekommen. Eigentlich kann auch nicht mehr der Mist abgeholt werden, weil ja alles, was über 18 Tonnen geht, sollte vermieden werden, was auf einem landwirtschaftlichen Betrieb eigentlich ja nicht möglich ist. Also, Und ich könnte direkt zumachen, meinen Betrieb, wenn ich nicht mehr mit 18 Tonnen fahren dürfte.
Aber ich sehe das Problem jetzt nicht so groß, weil wir ja Aufrufe gemacht haben für Brücken im Ahrtal. Und es haben sich ganz viele Menschen gemeldet, die Brücken tatsächlich da liegen haben, also Unternehmer. Und der Ralf tut mir jetzt mal den Gefallen, guck mal, wie viele Meter das sind. Im Schrittmaß. Ab hier? Ja, ich filme die Brücke gleich mal von der Seite. Dann nehme ich die, kommt einfach die Brücke. Ja. Irgendwo habe ich auch Maße. Aber man hat so viele Maße und Zahlen, dass man es schon gar nicht mehr weiß. Aber es wäre natürlich... 12 Meter. Ungefähr 12 Meter ist die Brücke lang. Ich zeige euch mal gerade, wie die Brücke hier aufgebaut ist. Und ich werde das nochmal in einer kurzen Schriftform als Aufruf machen, weil die Brücken sind ja nicht vom Ahrtal in Anspruch genommen worden. Und vielleicht sind die ja noch verfügbar. Also so sieht die Brücke aus. Und dem Betrieb kann eigentlich erst geholfen werden, wenn diese Brücke wieder die geforderte Traglast erfüllt. Vielleicht gibt es einen Brückenbauer, der hier eine Idee hat, die tragbar ist. Ja, hier liegt leider keine Versicherung vor und dementsprechend würde ich hier gerne helfen. Das sage ich euch jetzt im Vertrauen hier. Ja, die Anschwemmungen hier kennt man aus anderen Videos und hier habe ich eben ein Video gesehen von einer Freundin, die hatte mir das geschickt. Echt richtig übel, was hier passiert ist. Also wir würden so eine Brücke hier brauchen oder einen Fachmann, der sich hiermit befasst und die Tragfähigkeit wiederherstellt. Also für mich sieht das nicht nach einem Riesenproblem aus, aber wir brauchen hier wirklich einen Fachmann. Und dann könnten wir den Reitplatz wiederherstellen, die Paddocks herstellen und dann könnte hier Mutterboden angeliefert werden, um hinten die Fläche wieder nutzbar zu machen. So, wir könnten weiter gucken. So, wollen wir einmal gucken, wie das da mit diesem Geröllhaufen aussieht? Wir haben jetzt gequatscht, da habe ich gar nicht wirklich zugehört. Aber hier ist jetzt vom Wasserverband einfach was vorgeschoben worden, damit es ein bisschen gesichert ist. Aber es ist eigentlich eine Witznummer, weil... Ach, das Geröll da? Weil da drunter ist alles ausgehöhlt. Ach, da ist das... Ich verstehe das gar nicht. Ist das hier betoniert oder was? Das sieht so komisch aus. Ja, und da ist halt ein Loch und das ist da reingedrückt worden. Und wenn man unter der Mauer mit irgendwelchen Eisenstangen reingeht, dann spürt man auch, da drunter ist alles hohl. Vielleicht gibt es ja einen Fachmann, der... Also wenn das jetzt behoben wäre, könnte man hier wieder mit 40 Tonnen drüber fahren, oder? So ist der Plan. Und da hast du einen Fachmann dran gehabt, der das festgelegt hat, oder? Ja, aber leider war ich nicht vor Ort, als die Fachmänner sich hier bei der Brücke unterhalten haben. Also da bin ich leider ein bisschen raus. Aber es haben sich schon inzwischen zwei Leute das hier angeguckt. Zwei, drei... Ja, also Experten Tonnen, für Brückenbau oder was? Ja. Und 40 Tonnen dürfen wir jetzt nicht mehr, vorher durften? Ja, also bisher, wenn die Champignonerie Valcro, das holländische Unternehmen, gekommen ist, die sind schon mal öfter mit 36 Tonnen hier drüber gefahren. Ja. Und wir haben bisher unser Stroh vorne abliefern lassen, sind dann mit einem kleinen Traktor immer wieder einzeln hin und her gefahren, was natürlich ein Unding ist. Wer hat denn jetzt festgelegt, dass die Brücke nicht mehr tragfähig ist? Ist das von der Stadt gekommen oder von der Gemeinde? Ja, oder? Von der Stadt war jemand da. Feuerwehr hat auch gesagt, sie weigert sich hier drüber zu fahren. Da wäre nämlich beinahe ein Einsatz gewesen. Die bleiben dann einfach hier vorne stehen. Die haben zum Beispiel nicht unser Öl in Fässern abgepumpt, abgeholt. Haben gesagt, hier fährt keine Feuerwehr drüber und geht natürlich nicht, wenn offizielle Einsätze hier nicht stattfinden könnten. Das ist schlecht, ja. Wo ist das Öl? Das ist inzwischen endlich mal entsorgt worden. Das haben wir dann selber mit einem kleinen Traktor nach vorne an die Straße gebracht und dann hat sich erstmal das Ordnungsamt beschwert, dass die Fässer da stehen.
Wir mussten dann gucken, dass ein Entsorgungsunternehmen, Arai, hießen sie, glaube ich, gekommen sind. Wie manche, das ist so laut hier. Um das Öl abzuholen. Dann haben wir eine dicke Rechnung bekommen und mussten das auch erst unterschreiben, dass wir den Auftrag gegeben haben, das Öl abzuholen. Das hat aber alles 2,5 bis 3 Wochen gedauert, bis da was passiert ist. Und ja, wir hatten diese leckenden Ölfässer stehen. Das war auch so eine Erfahrung für sich. Also ist nicht alles so gelaufen, wie man sich das vorstellt, nach einer Katastrophe. Genau. Ja, und hier diese Einfahrt, das war natürlich auch alles mit Split belegt. Und wenn jetzt hier die Pferde drüber gehen, die Hufgeschichten haben, dann wird nur noch gelahmt und Kleinigkeiten. Hier guckt dieser Stein raus. Wenn wir jetzt mit Autos, normalen Autos drüber fahren, dann setze ich auf, wenn ich meine Zementsäcke gekauft habe. Aber das ist ja wunderschön hier. Ja, das ist auch schön. Wie alt ist der Hof? Der ist von 1641. Oh ja. Und ja, die Grundmauern, die sind sogar aus der Zeit vom 30-jährigen Krieg, also 1620, 30 rum. Und Beispiel, wie das gelaufen ist, mein früheres Auto stand vor der Haustüre, ist dann von der Flut mitgenommen worden, durch dieses Tor durch und blieb irgendwo in dem Torbogen dahinter hängen. Habe ich noch Fotos von. Und, dein Auto? Sind, oder was? Und ja, das sind jetzt so kleine Nebenwirkungen, dass hier noch das Holztor gemacht werden muss. Türen sind sowieso eigentlich alle Schrott im Haus, die sind teilweise rausgerissen worden. Aber hier sieht man es. Oh ja, hier in dem Gebäude seht ihr, wie hoch das Wasser stand. Also im Prinzip fast so hoch, wie die Mauer hier ist. Fast, ne? Und die ist 2,30 Meter. Übel. Du warst dann hier, als es passiert Nein, ist? Wir waren in der Nacht, oder wir waren gerade 3 Tage in Urlaub, haben dann nachmittags einen Anruf bekommen, dass es hier immens schnell steigt, haben uns ins Auto gesetzt, sind in der Nacht durchgefahren und waren irgendwie um 6 Uhr morgens zurück und haben diese Nacht nicht miterlebt. Aber waren natürlich extrem geschockt, als wir gesehen haben, wie es aussah in dem Moment, als man ankam. Hier kann man eigentlich auch noch ganz gut sehen. Aber den Pferden ist nichts passiert, oder was? Nee, weil die halt auch die obere Wiese gebracht worden sind, nicht? Also hier sind so Stellen, da sieht man das auch ganz gut. Darf ich rein, oder was? Ja, das ist jetzt die Wohnung von meiner Mutter, die gerade mit dem Rasenmäher unterwegs ist. Oh weia. Aber ja, gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Übel, echt übel. Der schöne Boden. Alle Experten sagen, es müsste rausgerissen werden, aber wir tun uns da schwer mit dem alten Boden und deswegen warten wir noch. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann mal zeigen, wie die anderen Böden aussehen, wo wir auch Probleme haben. Allein die Fliesen hier, die sind ja richtig klasse. Ich stehe so auf alte Gebäude hier. Und da geht ja auch Charme verloren, wenn alles einfach rausgerissen wird. Hallo. Ich darf filmen hier? Ja? Ja. In unserem Chaos. Aber jetzt hat man die Standardausrede schlechthin. Hier ist jetzt. Ja, du kannst auch gleich die Pferde reintun, ja? Hier ist zum Beispiel die Fußbodenheizung drunter. Und hier sind die. Ist ja gut. Da sind die Bodenplatten dann hochgedrückt worden. Darunter war rote Brühe, also Heizöl pur. Und hier sind jetzt auch so Setzrisse. Wird vermutlich passieren, dass wir den Boden rausreißen müssen. Aber wir wollen erstmal abwarten, eine neue Heizung zu haben irgendwann. Und dann werden wir diese Fußbodenheizung irgendwie ans Laufen bekommen und mal schnüffeln, wie sie erst nach Heizöl riechen.
Du bist ja immer so positiv, ne? Ja. Finde ich super. Deswegen wird das ja nicht rausgerissen. Man darf nicht genau. so viel rausreißen. Man darf, genau. Mhm. Ja. Und deswegen haben wir auch nicht den ganzen Boden hier weggestemmt. Überall brummt es von Ventilatoren oder Trocknern. Hier wird auch so ein bisschen das heiße hoch. Hier riecht man es auch. Ja. Mit Mikroorganismen habt ihr das schon? Ja. Ja. Ich habe jetzt schon für 400 Euro Bacto des Ölex gekauft und EM Chiemgau und spritze hier immer wieder. Steht die Pistole herum. Und das hilft dann für eine Weile, aber es sind jedes Mal durch. Das ist einfach mal dann hier in dem Keller die Öltanks warten und dann ist alles hochgeschwemmt. Und das halt. Jetzt ist es nicht so hoch. Ist auf die Höhe gewesen. Aber das sind aber nur 1,50, oder? Genau. Oh Mann, das tut mir so leid. Dass die Elektrik kaputt ist, weil wir hier Installationen aus den 50er Jahren haben. Und im Moment versorgen wir uns mit Hammeltrommeln von oben. Also Strom haben wir hier unten noch nicht. Aber es hat so einen gewissen Flair, so hat was von Campingurlaub. Aber man kann sich vorstellen, wie schön, es ist ja immer noch super schön, ne? Das ist ja richtig schön hier, ne? Hier kannst du ja hier hättest du Rosamunde Pilcher oder irgendwas drehen können, genau. Ne? Genau. Und deswegen sind das allein das hier, Hammer. Ist das Original? Nicht wirklich, ne? Diese Pumpe schon, weil hier drunter gibt es sogar eine Quelle. Und damals hätte man wohl immer 7-mal gepumpt und dann kommt hier ganz frisches Wasser raus. Und diese Schnickschnack-Konstruktionen hat man im Nachhinein gemacht, alles vor meiner Zeit, aber ist ganz nett geworden. Passt schon zum alten Haus. Das ist so krass, das ist so wunderschön hier und es riecht dabei nach Heizöl und das ist echt eine üble Situation. Ne? Du bist Lehrerin, ne? Ja. Ich denke dann immer, man ist viel zu verwöhnt, man hatte es vorher zu gut und ja. Wenn man da Schüler mitbekommt, die sich beschweren, dass irgendwas müffelt, dann denke ich, mein Berufssinn ist hinüber. Ich rieche das nicht mehr. Läuft das Wasser hier? Ja. Wir hatten jetzt auch nicht echt alles rausgerissen. Hier war die Grenze. Und ja, dann ist es zum Beispiel vom Keller da wieder hochgedrückt. Überall sind irgendwelche Räumchen, wo wir dann rausgerissen haben. Brauchst du Hilfe hier im Haus? Also so eine Strategie, dass tagsüber gelüftet wird, so viel wie es geht, und nachts getrocknet. Und ja, meistens ist dann am Morgen das Ding hier ganz voll. Also es zieht schon noch viel Feuchtigkeit raus, aber das ist ein Geruch. Ja, das tut einem in der Seele weh, wenn man das sieht, wie uralt das hier alles ist, ne, und dann passiert sowas. Und wie wunderschön das hier ist, gerade war der Empfang weg und das ist einfach, aber man sieht es ja jetzt hier. Danke fürs Kompliment. Es ist ja schön, wenn es noch Leute gibt, die das ursprünglich Schöne sehen und über den Heizölgeruch hinwegkommen. Allein wenn ich hier das Treppengeländer sehe nach oben und so, also hier ist ja alles besonders, ne? Das ist... Also ganz ehrlich, ich finde dich auch besonders, weil ich finde das so krass. Du bist echt, du strahlst was Positives aus bei dem ganzen Scheiß, der hier gerade ist. Man muss, ne? Ja irgendwie weitermachen. Man kann sich ja nicht hängen lassen. Nein, überhaupt nicht. Außerdem habe ich einen guten Job und deswegen bin ich nicht total verloren. Das muss man auch sagen. Es gibt bestimmt viele, viele Leute, die viel betroffener sind und alles verloren haben. Und hier hat man so eine tolle Basis. Man hat hier mit dem Hof einfach eine Grundlage, wo man sich zufrieden fühlen muss. Sonst wäre man undankbar. Das ist so. Also ich finde es trotzdem schlimm, was hier ist, aber ich kann das bestätigen, was ich im Ahrtal gesehen habe und so weiter. Inklusive Personenschäden und Personen, die es nicht mehr gibt. Ne? Das ist einfach übel. Vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass hier aus dem Keller die ganze
die Wassermassen sind hier rausgekommen und haben dann hier auch alles unterspült und dann floss das da hinten in dem Tor wieder raus. Da waren zum Beispiel Brennholzstapel, die lagen alle auf der anderen Seite vom Tor, weil das alles hier auch gesprengt worden ist. Das Wasser hatte schon eine immense Kraft. Aber wunderschön hier. Das hätte jetzt auch irgendwie ein Weingut im Ahrtal sein können. Ja, die Hammerwerke. Die Hammerwerke in Stolberg, die sind schon auch schön. Was heißt das? Die Hammerwerke, was ist das? Ja, hier ist halt im 17. 18. Jahrhundert Erz abgebaut worden und dann zu Eisen weiterverarbeitet worden. Und an der ganzen Ficht entlang gibt es dann Höfe, den Junkershammer, Plattenhammer, Neuenhammer, zum Teil mit Hochöfen. Und das hatte alles mit der Eisenindustrie zu tun, die dann im 19. Jahrhundert versiegt ist. Ach, die Hammerwerke sind wahrscheinlich durch den Bach angetrieben worden, ne? Genau. Und das habt ihr hier auch? Nee, es ist halt das älteste Hammerwerk, das älteste Reitwerk und dann ist weiter im ganzen Fichttal darauf die Eisenindustrie aufgebaut worden. Okay. Aber wir haben jetzt nicht mehr alte Hochöfen, die man sich angucken kann. Das ist eher im Plattenhammer, Neuenhammer Richtung Ficht so. Ja. Also, ich probiere mich um eine Brücke zu bemühen, zu kümmern, dass da vielleicht ein Kontakt zustande kommt. Ich würde gleich nochmal einen separaten Post machen, als Textform, mit dem Reitsand. Probiere ich dir zu organisieren, wenn du das möchtest. Ich will ja nichts überstülpen. Das wäre schön, um wahr zu sein. Ja, und Mutterboden. Aber die Brücke ist eigentlich das Erste, was passieren muss. Mhm. Ne? Ja? Und Mutterboden ist auch schon eigentlich ziemlich wichtig, damit dann vielleicht ab nächstem Frühjahr wieder der Wiesenbetrieb weitergehen kann. Auf der anderen Seite von der Scheune, wo wir das ganze angeschwemmte Holz und den Schrott gesehen haben, da war eigentlich immer die Hauswiese, die Winterwiese, wo die Pferde dann tagsüber rausgeschmissen worden sind, damit man schon Ochsen misten kann etc. Und diese Hauswiese, die ist ja dieses Jahr für mich zu gebrauchen, weil einfach diese Schlacke überall rauskommt, die auch mit den Hammerwerken zu tun hat. Weil das war ja damals der Abfall vom Erz. Ja. Aber trotzdem musst du erst die Brücke, sonst geht's nicht. Das stimmt. Weil ich hätte jetzt auch Mutterboden zur Verfügung, der wäre kostenfrei. Ne? Aber mit einem 40-Tonner muss das schon gewährleistet sein, dass das passt. Ne? Okay. Also machen wir gleich einen Aufruf, vielleicht einen Kontakt dazu von dir oder eine E-Mail-Adresse, bei dem man, also ich muss irgendeinen Kontakt haben, wo man sich melden kann. Ja? Und dann kannst du mir immer eine Info geben, ob das klappt oder nicht, weil ich würde da gerne auch ein bisschen mitgucken, ob das wirklich... Ich glaube, da werden sich einige melden, die dir helfen wollen. Interessant, oder? Interessant. Gucken gerade genug Leute zu. Ja. Okay. Dann würde ich das Video jetzt hier beenden oder hast du noch irgendwas, wo man dir helfen kann oder was zu zeigen? Ich würde euch vielleicht zeigen, wenn ihr noch Lust habt, hinten mit zu dem alten Wehr gehen. Ist das für die Zuschauer auch interessant, oder? Wenn das nicht zu langwierig ist. Nö. Gut, dann, ja, dann gehen wir zusammen. Dann gehen wir hingehen, um zu zeigen, wie das früher aufgebaut war. Ich nehme die Interessierten jetzt mal alle wieder mit und ich finde das super. So Führungen durch alte Gemäuer und Häuser könnte ich von morgens bis abends machen. Das ist ja eine coole Terrasse. Das ist ja alles mega, richtig schön. Ja, das sind unsere provisorischen Pferdewiesen im Moment, weil die Hauswiese ja nicht mehr zu benutzen ist. Und da sieht man noch den Haufen mit den Bruchsteinen, wo die Einfriedungsmauer halt... Aber die Steine verwahrst du. Ja, wenn irgendwann mal Zeit und Geld da ist, die wieder aufzumauern, dann ist der Plan, diese Mauer wieder aufzurichten.
Weil so hat man natürlich jede Menge Einblick von der Hauptstraße und es ist und die Pferde, die brauchen das eigentlich auch als Abtrennung. Also ich kriege gerade so den Mund wieder nicht zu, weil ich total begeistert bin. Ich finde das einfach, egal wo ich hier hingucke, das ist was ganz Besonderes hier. Das ist ja Wahnsinn. Habe ich nicht mitgerechnet. Ja, es ist so ein kleines Biotop versteckt zwischen Zweifall und Ficht. Und es ist schön, trotz Überschwemmung. Das hier ist unser origineller Steg, der sich einmal gedreht hat. Wie? Hier hat auch das Wasser gestanden, hier oben? Also hier. In diesem Baum. Und einmal muss man sich das gedreht vorstellen. Und der Fichtbach war dann links und rechts von diesem Steg. Aber er hat gehalten. Wir müssen den nur irgendwann mal auseinanderschrauben. Und ach, der Fischbach fließt hier direkt vorbei, ne? Das wird gespeist durch den. Genau. Da gehen wir jetzt gleich hin, wo sich dann Ficht und Graben finden. Oh, da sind Zindlinge, oder? Das ist alles Matsch, der vorher nicht da gewesen ist. Da ist auch ein Film mit Heizöl und da sind Zementmaschinen und Ölfässer, alles Mögliche drin. Wir haben da schon so viel rausgezogen, aber auf dem Grund ist noch immer ziemlich viel Müll und Sauerei. Also da würde jetzt keiner mehr so gerne reingehen. Also würde dir so ein Reinigungsschiff, gibt's auch, wer das hier als Hobby mal kostenfrei am Wochenende machen würde, hier den Teich sauber machen, weil hier sind tatsächlich Fische drin. Ja, ich weiß nicht. Kann man hier hingehen oder kippe ich dann hier rein? Also nee, da hinten war gerade ein richtiger Fischschwarm. Ja, wir haben normalerweise hier Karpfen drin, aber ich habe die seit 3-4 Guck mal da. Stunden nicht mehr gesehen. Sind ganz viele. Ja, aber Jungfische. Diese U-Boot-Karpfen, die sind... Da, seht ihr den Schwarm? Das sieht aus wie so ein dunkler Schatten. Da ist richtig was los. Ja, ein paar leben vielleicht noch. Ach, das sind aber einige. Ja. Ansonsten, ich habe eine neue Sorte, würde ich dir welche vorbeibringen. Die sind auch baggerfest. Der also Plan ist, wenn es irgendwann mal wieder eine Brücke gibt, dann muss man den auspumpen, richtig entschlammen, weil... Man sieht ja, es schimmert zwischendurch. Hier ist noch eine Sauerei drin. Ja, es blubbert auch ab und zu mal hier. Ne? Da kommen irgendwie ein paar Gase hoch. Aber ja, und es ist auch echt stinkig gewesen, als es hier noch wärmer war. Das ist nicht mehr der gleiche Weiher wie vorher. Ach, man sieht ja, wo dieser Steg drauf liegt. Auf irgendwelchen Müll, auf irgendwelchen... ein ganzer Schwamm. Das hat mich im Ahrtal so gefreut, als in der Ahr die ersten Fische wieder rumgeschwommen sind. Oder ich die ersten gesehen habe, die waren ja sowieso da. Und die ersten Fischreiher, normal freut man sich ja nicht drüber. Aber die hatten da oben ein Nest gehabt, aber die Fischreiher, die habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Das ist eigentlich alles ein Zeichen. Ah doch, ein bisschen was an Fischleben ist noch ja, hier. Überall siehst du hier, wo die Ringe ziehen. Ach doch, das sieht gut aus. Ja gut, hier rechts sieht es nicht so gut aus. Und gnadenlos ist die ganze Zeit die Kamera an. Ja, genau. Also es gucken viele Leute zu. 2385 gucken gerade zu. Und ich bin mir sicher, dass wir hier vielleicht ein Boot reinkriegen. Ich habe das in Köln gesehen. Also ein Reinigungsboot, was dann durchfährt und wirklich alles rausholt. Das wäre vielleicht eine Chance, ohne dass hier ein Bagger rein muss. Mit der Brücke kriegen wir hin. Und ich würde jetzt dann das Gespräch auch beenden. Dann können wir uns nochmal so unterhalten. Ne? Aber so kriegen wir die Leute aktiviert. Und ihr seht, was hier für eine Oase ist. Und das sollte eigentlich wieder so werden. Ne? Also... Ich bedanke mich bei dir für das Gespräch und schalte jetzt ab. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zugucken. Schön, dass es interessierte Menschen gibt, die sich das jetzt hier mit angeguckt haben. Ich glaube, aus Österreich gucken auch Leute zu gerade und das ist schon interessant. Also danke euch, dass ihr zuschaut. Wegen der Brücke mache ich nochmal einen separaten Aufruf. Das wäre das Allerwichtigste hier und dann könnten wir sozusagen den Reitplatz herstellen. Und Mutterboden kriegen wir immer. Guten Mutterboden aus dem Rheinland, den könnte man dann hier hochfahren und bei euch die Weide wieder herstellen. Ne? Danke dir. Danke.